Da? Wir müssen jetzt oben links rum. Ja. Durch dieses Schleusen. Da, wo wir eben herkamen wieder. Damit wir den Juwelier bekommen halt, ne? Ja. Ich frage mich ja, wie es ist, wenn ich jetzt in Akt 4 mit jemandem reingehe, der Level 5 ist oder so, ja, und definitiv den Juwelier noch nicht selber geholt hat, kann er dann auch bei mir Juweliersachen machen? Also ich denke, wenn du auf derselben PS3 spielst, ja. Wenn es online ist, bin ich mir nicht sicher. Auch eine interessante Frage irgendwo. Weil ich sehe ja, was du hier hast, hier letztendlich. Ja, ja, klar. Und demnach kann ich da auch drauf zugreifen. Aber wenn du jetzt auch eigenen Loot hast, wenn du online miteinander spielst, dann kann es auch genauso gut sein, dass du dann eben noch nicht den Juwelier hast. Ja, ich weiß auch nicht, wie es in der PC-Version ist, ehrlich gesagt. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Nee, war ja auch sinnlos irgendwie. Ich glaube, in der PC-Version hattest du es halt nicht. Ich weiß es nicht. Weil es macht ja auch keinen Sinn. Du hast ja in der PC-Version trotzdem nur das gesehen, was du hattest. Bin ich mir sicher. Kann sein. Wahrscheinlich würde ja alles da keinen Sinn ergeben sonst. Ja, ja, aber was ich auch, worüber ich nachgedacht habe, ist, einer der großen Gründe, wo es dann hieß, Diablo 3 immer online und so, war ja das Optionsraus irgendwie. Heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass wahrscheinlich der Online-Zwang irgendwann demnächst fallen wird, oder wie ist das? Ne, es gibt ja, so wie ich das gelesen habe, soll es ja auch Ladder wieder geben und deswegen wird das Aktionshaus vor allem gemacht. Ja, irgendwie wieder so eine PvP-Ladder und so ein Krams. Ach was. Weil, weiß ja, nicht, aber PvP-Ladder, so wie in Diablo 2 soll es halt irgendwie sein. Sie haben auf jeden Fall irgendein Ladder-System angekündigt, ich habe keine Ahnung. Weißt du, wie das im PvP ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie halt sowas angekündigt haben. Falls einer von euch weiß, wie das Ladder-System hinsichtlich, oder generell das Ladder-System im Diablo 2 war, bitte in die Comments schreiben, das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall haben sie sowas angekündigt und in dem Moment haben schon die ersten wieder Hoffnung keimen für Diablo 3 gehabt, die das alle nicht so toll fanden. Ja. Das Problem, was ich aber mit der ganzen Sache habe, ist eine Ladder. Also wenn das die Antwort auf ein PvP Ansinnen ist oder Verlangen ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eine Ladder ist ja schön und gut, aber eine Ladder ist eine Ladder halt, ne? Ah ja. Ich habe eigentlich immer die ganze Zeit drauf gehofft, dass es Team Deathmatch gibt oder sowas zumindest. Oder Deathmatch alleine zumindest halt mal. Man muss ja noch nicht mal was irgendwas Innovatives bringen. Helf mal dem Hulk ein bisschen. Sag doch schon. Irgendwie gut angefordert. Ein bisschen übel gerade gewesen. Ja. Gut, gut, gut. War nichts passiert. Ja, zum Glück. Ja. Definitiv. Ich bin schon 15. Und mit 16 hättest du ja die Armschienen anziehen können. Ja, scheiß drauf. Ich hab die lieber im Inventar jetzt erstmal. Ja. Schon klar. Also ich fühle mich wohler, wenn die also im Dings sind. Wenn die in der Bank liegen. Ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd oder so. Meine Banküberfälle gibt's ja nicht. Sollte man meinen. Falk ist schon wieder weitergegangen. Wundert mich, dass wir hier noch kein Dings hatten, ey. Was? Kein Legendary. Hier drinnen meinst du jetzt? Wie groß das hier noch ist, ey. Ja, ist Wahnsinn. Falk ist immer weiter vorne, ne? Ja, der ist direkt zum Questpunkt gegangen. Der macht keine alten Sachen. Nee. Ich trage zu viel. Oh, ich bin irgendwie voll. Kein Respekt. Zum Scheiß, ich bin voll. Komm wieder. Ja, ist eben nicht verkauft? Nö. Ja. Ich hab grad Job nichts. Wer hier wartet? Hat er gewartet? Oh ja. Gut, gut. Na, das passt auf jeden Fall. Und vor allem kommst du gut voran, sonst bist du gleich wieder auf dem Level, wo du das letzte Mal schon warst. Ja. Ging dann relativ fix eigentlich. Ja, stimmt, war ja nur 17. Ja. Und dann wäre die Wette gewonnen. Welche Wette? Ja. Oh, halt, 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 halt! Das oh mein Gott. Ich habe ihn schon tot gesehen eben. Eieieiei. Dass ich länger lebe als nicht so toll. Mhm. Achso, vor die Comment-Wette meinst du? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, was denn sonst für eine Wette? Ich wusste ja, ich wusste im ersten Moment nicht, was du meinst. Ja. Oh, jeder Hulk, ey. Aber geil, ey, ne? Ich hab mich schon tot gesehen eben. Er sich bestimmt auch.
Erstmal durchgepustet. Ja. Oh Mann. Waren irgendwie eigentlich nur zwei, drei Schlangen, die da oben eingeprügelt haben, ne? Ja, und das reicht. Das wir vergessen, heißt auch klein. Ja, klar. Aber der ist mutiger als du. Ja, und? Hätten beide der ist ja auch noch nicht zweimal vor was weiß ich wie vielen Leuten gestorben. Wahrscheinlich nicht. Wird eh so sein. Ich bin dann Level 54 oder so und dann bin unbesiegbar. So. Ja. Genau. Ist so. Fettisch. Ich muss mal gucken. Irgendwann würde ich vielleicht doch ganz gerne die Platin-Trophäe auch noch machen hier. Ich glaube, da fehlen ja gar nicht mehr so viele Sachen. Aber dieses blöde ganz Reden hält mich da ein bisschen von ab. Platin, was geht denn hier ab? Denke ich erst drüber nach, ey, lässt mich mal in Ruhe, Arsch. Wenn ihr Level 30 erreicht hast. Ja, was ist mit Hulk? Mit Hulk? Mal, komm mal mit hoch, Mann. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich muss wo ist er? Wo ist er? Da ganz hinten ist weggerannt. Eieiei. Immerhin ist er weggeflüchtet. Ja, trotzdem musst du mal gucken, wenn das. Ja, ich muss ja trotzdem rumballern, was soll ich machen? Ich kann nur so schnell umschießen, wie ich Schaden mache. Ja, du kannst sie aber auch von oben abschießen dann. So. So, alles klar. Achtung, Flieger, Flieger, halt, nein, nicht reinrennen. Warum blinkt das nicht? Wie blinken? Noch einer. Ja, scheinbar. Bin ich begeistert. Gucken, ob er auch reinkommt. Tatsache hier. Der Crew liegt, den kenne ich auf jeden Fall nicht. Das ist gut. Wer ist das? Muss ja, ist ein Fremder, ne? Das ist ein Fremder. Okay. Können ja nicht alles Bekannte sein. Da würdest du auch denken, was macht denn der Nacki da hier? Ja, das ist ja immer noch so, ey. Ja und? Ich habe aber schon ein Schild und so. Das darf man nicht vergessen. Also das muss man mir schon anrechnen. Okay. Du hast ein Schild. Mittlerweile habe ich ein Schild. Gucken, was er ist, wenn er mal irgendwann beikommt. Hm. Udix. Wird der nicht zu uns geportet oder so? Nee, der muss rein und kann dir dann diese Fahnen benutzen. Ach so, wenn er das warum nicht macht er das? Der klaut bestimmt jetzt unsere Bankfächer. Oh, was haben die denn da für Legendaries? Also wenn wir nicht wissen, wenn das funktionieren würde, wäre wie viele Leute den ganzen Tag nur hin und her switchen würden. Das ist doch bei so kranken asiatischen Online-Rollenspielen oft so gewesen, oder eine Zeit lang, wahrscheinlich gibt es das immer noch, dass du PvP Leute umhauen konntest, ich glaube bei Lineage oder so, und du konntest die dann looten, weißt du? Mhm. Also nicht komplett oder teilweise auch komplett, aber zumindest halt ein Teil von denen. Stell dir mal vor, da bist du in irgendeiner krassen Mega-Gilde, hast dann eine super geile PvE-Zeug. Mal 5 Minuten AFK. Standst irgendwo in der Stadt, wurdest umgehauen und weggelootet, weißt du? Ja. Da ist Party. Ja, also, da, keine Ahnung hier. Aber davon abgesehen, wo wir gerade bei Asiaten sind und so weiter und so fort, lustigerweise habe ich auch wiederum heute gelesen, PS4, ne? Kommt ja bekanntlichermaßen in Japan erst im Februar raus. Lustig ist aber, dass es in Korea und Co. und noch vielen anderen seltsam klingenden asiatischen Staaten vor Dezember rauskommt. Okay. Oder im Dezember. Das ist ja lustig. Also das finde ich schon hardcore irgendwo von Sony. Ich denke, dass sie vielleicht ein bisschen sauer mit Japan sind. Aber warum? Ich weiß nicht. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass sie da die so fisten irgendwie. Ich meine, es ist ihr Heimatland. Es ist, als ob Mercedes sagen würde, Autos gibt's nur noch fürs Ausland. Ja. Wir machen hier Fahrräder. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, ich meine, wäre ja cool, wenn er mal irgendwie beikommt, aber selbst wenn nicht, kriegen wir ja trotzdem die 10%. Ja, das ist halt ein Vorteil, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir kriegen ja jetzt 30% und müssten eigentlich noch mehr Legendaries und Co. bekommen. Wenn ich das mal so interpretieren darf. Noch mehr vor allem. Ja, das ist schon wichtig, dass wir da mehr bekommen. Ich glaube auch. Die Krone. Frage ist, wenn der hier nicht ist, kriegt er dann für Quest bestanden und so EP? Ich denke mal wenn schon. Wenn er da Tristram ist es ja nicht mehr. Wo auch immer dass man da. In versteckten Lage. Ach so, hat gar keine echte Bezeichnung oder was? Wir sind uns
Irgendwie so. Vielleicht kann er gar nicht hier rein, oder? Muss er doch eigentlich, muss er. Wenn er drin ist, kann er auch herkommen. Okay. Der sonst keinen Sinn. Keine Ahnung. Aber ich sehe zumindest auf der Map, habe ich gerade zwei gesehen. Zwei, sind beide da. Vielleicht hat er ein bisschen gebraucht. Kann sein. Vielleicht hat er auch gewartet, bis wir die Quest abgeschlossen haben, damit er da hinwerfen kann. Kann auch sein. Ich bezweifle, dass das ein gutes Ende nehmen wird. So. Wo bleiben sie denn? Da unten war doch gar nichts. Wir können ruhig mal runterkommen, ihr komischen Vögelviecher. Einer kommt. Das wird heiß sein. Gut, auch wieder auch ein Diamanter. Alter, das gibt's doch nicht. Nur Diamanters hier. Gut. Die mögen dich, ne? Gucken dich immer von oben an. Ja, aber die kommen, greifen erst an, wenn andere angreifen. Ach so, Feigling oder was? Vielleicht mögen sie mich auch nicht so doll. Ja, kann schon sein. Rudix lieber. Oder ist er schon das Erste? Ach nee. Perfekt. Das ist ja geil. Erstmal hier außen rum vielleicht ein bisschen klären. Was mit Hype? Ja, vielleicht der in der Stadt oder so. Kann sein. Der bewegt sich jetzt auf jeden Fall. Oh, Legendary. Schau mal deine Brust. Kannst du einsammeln. Gucken wir doch gerade mal. Ich hab Level abbekommen. Yeah. Da kommt irgendwas angerannt gerade. Das ist nicht so geil. Oh shit. Ja, kriegen wir Damage, wenn wir im Menü sind? Ja, natürlich kriegen wir Damage, wenn wir im Menü sind. Und du drückst einfach Select, du Arsch. Ist dasselbe wieder, ne? Ja. Das ist aber gut eigentlich an sich. Die hat, glaube ich, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, hatte die Stats. Ich glaube, die hatte keine Stats, die hat nur bessere Stats gehabt als deine. Ja, das passt mir schon gut. Ja. Ist schon klar. Hallo, hören Sie auf damit? Sollen das? Das ist voll gut. Wir müssen immer öffentlich spielen. Ja, schon klar. Hier scheiß Gülle da unten. Ich weiß, was für ein Level der auch ist. Nicht so doll tot hier. Also, er müsste ja eigentlich schon ein angemessenes Level haben, wenn er öffentlich reinkommt. Ja, das schon. Diesmal passt es besser auf die Vitalis, ne? Ja. Ich weiß nur eins, Platin-Sachen und so mache ich erst wieder jetzt mit PS4, denke ich. Ja, warum? Ja, ich mach mir hier gleich eh benommen, oder nicht? Natürlich wird's übernommen, aber ich mach mir nicht so den Kopf da jetzt. Ja, wenn ich eh schon 80% hab. Ja, okay, das stimmt schon. Fehlen, glaub ich, noch 5 Millionen Gold sammeln. Ne, ich muss aber sagen, macht der Diablo alleine gar nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Also im Sinne von, hier auf dem Boden aufheben. 5 Millionen. Das kommt hier irgendwann, denke ich, automatisch. Ja, das ist und dann muss ich halt noch mit den ganzen Idioten reden halt. Mit den ganzen Idioten vom Begleiter mit dem reden. Und das war's dann, glaube ich. Und mehr musst du gar nicht machen, oder? Den Rest habe ich schon. Das geht eigentlich. Relativ moderat, würde ich sagen. Ja gut, du musst halt die Ablauf Inferno und sowas töten. Ja. Das habe ich halt alles so im normalen Modus schon gemacht. Ja. Also schon ein bisschen was. Jetzt nicht so, als wenn du da gar nichts machen müsstest. So. Schwere Stiefel. Lass mal fallen. Aber den Rubin könnte ich mal mitnehmen. Ah, scheiße. Den fallen lassen. Das Problem ist, du nimmst immer das Höherwertige mit. Ja? Ja. Hab ich's wieder mitgenommen? Nee, der andere hat's eingesteckt. Ich weil du es hingeworfen hast, kann der erste einsammeln. Ja, so kann er ja machen. Was müssen wir machen? Haben wir das Ding schon gefunden? Nee, wir sind hier im Prinzip auf dich wartend rumgestanden. Achso, okay. Oder auf mich wartend oder was auch immer. Ich hab keine Ahnung. Ich bin Level 16, das reicht, ne? Noch hast du das Level geschafft. Genau, noch zwei Level. Und wenn du mit 17 stirbst, guckst du nach, ob du mehr EP gehabt hast. Ja, nur zwei Videos, du weißt. Ist ja wohl klar, also das ist ja wohl das Mindeste. Schon klar. Wenn dein Fußball schon nicht wirklich angewandt wird, dann kommen wir es hier wegen. Oh, der Abend gibt's ja bei der Champions League, ne? Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt, auf die Schnelle. Das stimmt schon, Champions League gibt's. Dortmund wird's schon machen. Ja, wahrscheinlich, geht auch noch was. Bin nur mal gespannt, wie Schalke spielt. Wir haben ja extra angerufen bei der UEFA wegen Neapel, weil die Fans da eigentlich immer vor dem also Gastmannschaftshotel kampieren und die ganze Nacht so lange draußen dass wir nicht pennen können und haben da irgendwie Polizeieskorten bekommen und alles abgesperrt und so. Was wir eigentlich ganz interessant finden. Ist ja auch immer so eine Anwohnersache, ne? Ich meine, wenn du da wohnst, dann wird nur wegen Dortmund alles abgesperrt, ist auch scheiße. Ja, gut, aber...